Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir sind heute bei Psalm 142. David beschrieb in diesem Psalm, wie er sich in eine Höhle versteckte, um der Verfolgung des Saulus zu entfliehen. Er flehte Gott an, ihn von Feinden zu retten, und er zehrte über seine einsame Hilflosenlage. Dieser Psalm lässt sich in zwei Teile unterteilt. Verse 1 bis 4 sind die Äußerung Davids über seine gefährliche Lage. Verse 5 bis 7 sind seine Gebet um Hilfe Gottes. Es ist interessant zu sehen, wie groß die Schwankungen im Gebet Davids sind. Manchmal schenkt er volles Vertrauen an Gott. Jedoch zweifelt er zugleich. In Vers 4, auch wenn ich sein aller Mut verliere, du, Herr, weißt, wie es mit mir weitergeht. Vers 5, da keine, der mich beachtet. Ich habe keine Zuflucht mehr. Keine Menschen, der sich um mich kümmert. Danach sagt er, du bist meine Zuflucht. Du gibst mir alles, was ich im Leben brauche. Im Vers 7, hör mein Schreien. Ich bin völlig am Ende. Rett mich vor meiner Verfolgung. Zum Schluss sagt er, im Kreis derer, die dir die Trauen halten, werde ich dir dafür danken, Herr, dass du so gut zu mir gewesen bist. Liebe Geschwister, ist es bei euch auch so passiert, als wir beten, trotzdem nicht von Enttäuschung, Verzweiflung und Furcht zu befreien? Ist es auch, wenn wir nach dem Gebet überzeugen, dass Gott unsere einzige Hilfe ist, jedoch durch ungünstige Umstände schwanken wir? Wieder mal werden wir beängstigt. David hat hier uns seine wahre Emotion gezeigt, genauso wie wir. Während des weltweiten Ausbruchs der Pandemie möge Gott uns helfen, Gott Davids zu erlernen. Wir bringen alles unsere Sorgen vor Gott. Wenn wir Angst haben, durch Beten werden wir wieder kräftiger. Vom Psalm Davids können wir etwas Wesentliches lernen. Er hat nie Gott beschuldigt. Er hat nie Gott beschuldigt. Weshalb er so behandelt worden ist. Er hat nur bei Gott aus Weinen und aus Leiden. Sein Leib ist zwar in schwieriger Lage befangen, sein Herz ist jedoch nicht von Klagenlied besessen. Wenn wir uns in eine schwierige Lage befangen, sollen wir nie Gott beschuldigen. Noch einmal, sollen wir nie Gott beschuldigen, weil Gott unsere einzige Sicherheit und unsere Hilfe in Not ist. Lass uns beten. Vater im Himmel, hilf uns. Trotz schwieriger Zeit beten wir mit voller Hoffnung. Mögen unsere Gebete verwandeln sich in Kraft, die durch volles Vertrauen an dich sich entfalten. Amen.